Ich setze mich auf mein Fahrrad und es ist ein ganz besonderes Gefühl. Man ist voller Adrenalin, aber auch sehr glücklich dabei. Ich fahre Vorcross-Rennen, bin da national und international auf den Rennen unterwegs und ich habe es sogar schon in die Nationalmannschaft geschafft. Mountainbiken ist ein Ausgleich für mich. Ich muss meinen Körper dabei einsetzen, ich muss einiges von mir abverlangen. Wenn das Wetter schön ist, dann muss ich raus, dann muss ich an die frische Luft, dann muss ich den Gegensatz von dem, was ich auf der Arbeit habe, muss ich haben. Und das ist halt beim Mountainbiken ideal. Mein Vater und ich fahren öfter zusammen Fahrrad. Wir haben ein gutes Verhältnis, auch weil wir das gleiche Hobby haben. Familie ist für mich sehr wichtig. Meine Tochter sehe ich nicht mehr so oft, die wohnt nicht mehr zu Hause. Und da ist man froh, wenn man dann zusammen ein Hobby hat, wo man halt zusammen was machen kann. Ich bin in Essen geboren, habe noch nie woanders gelebt und will es auch eigentlich gar nicht, weil ich das wirklich so besonders hier finde. Das ist für mich Heimat und da möchte ich auch gar nicht weg. Einmal Ruhrpott, immer Ruhrpott. Mein Name ist Rainer Schleifenbaum, ich bin 48 Jahre alt, bin seit fast 28 Jahren bei Gerresheimer Essen als Maschinenführer angestellt. Wenn wir bei uns im Verein jetzt immer über unsere Arbeitsplätze sprechen, dann sagt mein Kollege Berthold immer nur, der Rainer arbeitet in der Hölle. Das heißt, heißes Ende, weil dort die Flaschen geformt werden aus glühend heißem Glas. Da ist so eine Bullenhitze, ist schon Wahnsinn. Ich mache den Job gerne, dass man halt auch einen Job hat, wo man auch gefordert wird, wo man halt auch einen Sinn hat beim Arbeiten. Meine Maschine produziert rund um die Uhr 365 Tage im Jahr über 100 Millionen Flaschen, in denen unsere Kunden Arzneimittel erfüllen. Und ich muss halt aufpassen, dass die Produktion, die da rauskommt, halt auch zu 100% in Ordnung ist. Der Maschinenführer, der mich ausgebildet hat, hat gesagt, du brauchst keine Angst haben, du musst Respekt haben vor der Maschine. Das ist das Wichtigste. Angst ist fehl am Platz. Wenn man bei so einem Job nicht zusammenhält oder auch nicht bereit ist, anderen zu helfen, dann ist man hier, glaube ich, verloren. Teamwork ist wichtig hier. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Habe ich meine Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Gerresheimer Essen GmbH begonnen. Seitdem bin ich im Vertriebsinnendienst tätig. Jeder Tag ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt immer wieder neue Aufgaben, die man dann lösen muss. Teamwork ist für mich auch schon wichtig. Wir passen ganz gut zusammen, glaube ich. Mein Job macht mir Spaß, ja. Es ist schon was Besonderes, bei so einem Unternehmen zu arbeiten, was eine sehr lange Tradition hat. Wenn man sich überlegt, dass wir Eo-Roller produzieren, die in der ganzen Welt gekauft werden, dann ist man schon ein bisschen stolz darauf. Mein Name ist Lea Schleifenbaum, ich bin 23 Jahre alt und ich arbeite bei der Gerresheimer Essen GmbH. Wir haben ja etliche Kunden und die Kunden wollen zufriedengestellt werden, sei es Medizin oder Babynahrung oder was auch immer. Deswegen finde ich da schon, haben wir eine große Verantwortung. Ich glaube, das ist auch allen bewusst, die bei uns arbeiten. Ich bin stolz auf meinen Vater, wenn ich sehe, was die Jungs da unten jeden Tag leisten. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Ich empfinde Verantwortung. Wir verkaufen Pharmaflaschen und wenn was nicht in Ordnung ist, dann hängt da ziemlich viel dran. Ich habe schon das Gefühl, dass ich hier was Sinnvolles mache. Letztendlich soll es den Leuten ja helfen, gesund zu werden.